Decke Rhein-Lahn. Leben, arbeiten und genießen im Rhein-Lahn-Kreis. Zum echten Treffpunkt für viele Gelegenheiten hat sich das Eiscafé Dolce Vita in Hahnstätten entwickelt. Hier bei Espresso, Kaffeelatte oder einem leckeren Eis eine unbeschwerte Zeit zu verbringen, gehört zur Lebensqualität der Einheimischen wie ihrer zahlreichen Gäste. Seit 1999 kümmern sich Angelo Marino aus Sizilien und seine Familie mit Freude und Liebe um die Kundschaft. Wir haben in Saison über 60 Eissorten und die Qualität stimmt und die Leute kommen automatisch. Der Name des Cafés ist Programm. Dolce Vita, das süße Leben, soll zumindest für den Zeitraum des Besuchs einkehren. Ein Dolce Vita ist das Besondere. Ich habe den Namen gegeben, weil es liegt auch schön auf dem Eiscafé, weil das machen die auch Leute, essen der Eis, ist ja so wie eine Dolce Vita. Und so bin ich dann gekommen. Was ist wichtig, um ein exzellentes Eis herzustellen? Die eigene Rezept, sagen wir. Jeder hat seine, eine so, aber wir haben ja eine gute Rezept gemacht und sieht man auch so. Ist viel Betrieb und bin ich zufrieden. Auch der Ortsbürgermeister ist regelmäßiger Kunde. Er weiß, dass der Radweg für Hahnstätten wie fürs Eiscafé eine gute Wirkung hat. Zum einen der A-Radweg, der von Dietz her kommend entlang der A bis ins hessische Abergen führt. Und zum anderen der Rhein-Lahn-Radweg, der von St. Quarshausen her kommend hier an Hahnstätten vorbei nach Dietz verläuft und über die Lahn dann wieder zurück an den Rhein weitergeht. Angelos Schwiegersohn liebt seinen Beruf und zaubert mit Freude den prachtvollen Dolce Vita Eisbecher auf die Theke. Seit Jahrzehnten im Landkreis ansässig. Lockt nicht dennoch manchmal die Sonne Siziliens? Nee. Ich bin schon 20 Jahre hier. Meine Kinder, die anderen zwei Kinder arbeiten. Die eine ist Krankenschwester, eine ist in Ausbildung. Was soll ich denn machen in Sizilien? Dann bin ich alleine. Entdecke Rhein-Lahn. Leben, arbeiten und genießen im Rhein-Lahn-Kreis. Präsentiert von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Lahn. Entdecke Rhein-Lahn. Gehen Sie mit uns auf Entdeckungsreise durch den Rhein-Lahn-Kreis. Immer am Dienstag und Donnerstag bei uns im Programm.